Willkommen zur dritten Liga und damit willkommen aus Mannheim. Heute zur Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und Immon United. Für die Mannheimer klar, es droht der Wiederabstieg. Jahrelang hat man es versucht, in Liga 3 zu kommen und nun geht's wieder vielleicht in Liga 4. Das will man hier und heute vermeiden. Ryan Jellyfish in der Nationalmannschaft einen Hattrick hingelegt. Die große Frage ist jetzt natürlich, schafft er das auch hier und heute? Jellyfish in letzter Zeit ziemlich wertvoll. Viele diskutieren momentan, ob er vielleicht eventuell sogar wirklich geht. Er will ja nicht mehr bei Immon United spielen. Die Frage ist, wird er auch sie gezogen werden lassen? Die Aufstellung von Waldhof Mannheim, keine großen Überraschungen. Und spielt hier weiter mit einem 4-2-3-1-System. Wird sich hier heute zeigen, ob nun Besserung für die Mannheimer ist oder eben nicht. Die Aufstellung von Immon United. Der ein oder andere mag sich etwas wundern über diese Aufstellung. Aber Tatsache, es wurde einiges gewechselt. Und zwar so ist es gewechselt worden. Ryan Jellyfish von Anfang an. The K-Faktor nicht. Warum nicht? Er hat sich verletzt in der Länderspielpause. Dementsprechend fällt er etwas aus. Die Frage ist, für wie lange. Dementsprechend als Ersatzspieler Ryan Jellyfish. Sonst übliche Aufstellung, bekannte Aufstellung. Alles so wie immer. Nur die Nummer 10. Die ist jetzt von Anfang an dabei. Schauen wir mal, wie das denn laufen wird. Anfangsphase Ryan Jellyfish und da merkt man einfach, was für eine Motivation der Neuseeländer hat mit der ersten Möglichkeit. Klar, in einem Nationaldress, da hätte er ihn wahrscheinlich gemacht, aber so ist der Ball am Ziel knapp vorbeigegangen. Weiterhin Immon United, die heute wieder in Gelb spielen. Jellyfish, Ryan Jellyfish, diesmal sitzt es! 1-0 durch den Neuseeländer und natürlich seine Taubenkopf, sein Taubenjubel, klar, den kennen wir bereits. Auch hier wieder ganz eigensinnig gespielt, seine klassische Art, aber wir haben ihn ja auch schon als Teamplayer öfter gesehen, aber hier macht er sein Tor, das 1-0 für Immon United, enorm wichtig. Denn so zeigt er zumindest, ja, er kann auch auf jeden Fall in der A-Mannschaft spielen und auf jeden Fall enorm gefährlich werden. Nummer 10 trifft zum 5. Mal in dieser Saison. Waldhof, ja, die sind auch da, die versuchen auch zu kontern. Vielleicht mit dieser Chance, aber Czerny kriegt den Ecke für Waldhof. Situation sah in erster Linie eigentlich ziemlich ungefährlich aus. Aber dennoch mit einer Glanzparade die Nummer 1. Er gebrachte nichts. Und wieder Solo auf Jellyfish. Jellyfish spielt rüber auf Henriksson, der ohne Probleme zum 2-0 einnetzt. Grüße gehen an die Heimat zurück. Denn für die Unterstützung im Länderspiel, ja, Henriksson mittlerweile nachnominiert worden. Durch die Verletzung von The K-Faktor ist er nachnominiert worden. Durfte zwar nicht spielen, aber das ist eine andere Geschichte. Und Henriksson mit dem Treffer, mit dem 2-0. Treffer Nummer 17. Für ihn und ja, Immon United, wir kennen sie, weiterhin nach vorne spielen. Jellyfish auf Suchti. Suchti 3-0. Er durfte ja nicht mit. Aber das wird wahrscheinlich die Isländer oder den Isländer besser gesagt nicht stören. Er zeigt hier weiterhin, was er kann. Und Mannheim, ja, rudelt so langsam Richtung Liga 4. Jellyfish einfach mal spielen lassen. Einfach mal spielen lassen und sucht die mit dem Tor und der Torwart so ein bisschen verunsichert. Der hat den Ball etwas näher an seinen Körper erwartet, aber das hat nicht so funktioniert. Treffer Nummer 14 für den gefährlichsten Mittelfeldmann der Liga.
Waldhof, klar, die sind noch im Spiel und sie haben noch einiges versucht. Zum Beispiel hier die Chance zum 3:1, aber auch Jenny immer noch top dabei. Der hat immer noch hier die Null zu halten. Soleimani mit der nächsten Möglichkeit, aber er kommt wieder nicht am Schluss, Mann. Vorbei. Schlussphase. Louis mit der Flanke auf Daniele Werde eingewechselt. Joker, der kennt das. Werde kennt das mit Joker-Position. Der weiß, er wird eingewechselt, versucht die, das weiß er. Und jedes Mal nutzt er diese Chance. Werde erst rüber gespielt auf Flui und dann direkt zurück. Schön mit Volley eingenetzt. Auch hier der Torwart sieht nicht gut aus. Der Italiener für immer ein Tor gut als Joker. Klar, viele fordern, dass er in die Stammelf kommt. Aber da hat er eben einen großen Konkurrenten mit Suzuki. Und natürlich ist das die große Frage, ob er da Stammspieler spielen kann. Treffer Nummer 6 als Joker. Nächster Wechsel, Flashman kam rein für Henriksson. Und da irre, Flashman, der einen langen Ball spielt auf Daniele Werde. Wird er hier den Doppelpack machen? Jawohl, er wird den Doppelpack machen! Werde mit dem Doppelpack. Ja, immer wieder der Daniele Werde. Er nicht nominiert für die italienische Nationalmannschaft. Da wundern sich auch viele, weil er hier regelmäßig Joker-Tore macht. Regelmäßig Joker-Vorlagen macht. Aber am Ende, ja, am Ende wird er nicht nominiert. Vielleicht liegt es an Liga 3, vielleicht liegt es auch daran, dass eben Spielpraxis fehlt für den Italiener. Aber hier macht er sein nächstes Tor und er zeigt einfach, dass er zum Team dazugehört. Und er zeigt auch einfach, dass er als Joker immer wieder brandgefährlich sein kann. Treffer Nummer 7 für ihn. Dann war das Spiel rum und alle haben sie gedacht so, 0:5 verlieren, das kann nicht sein, aber es ist so. Heute hat es für Waldhof Mannheim so überhaupt nicht funktioniert. Soleimani auch eher schwach gewesen. Man of the Match, müssen wir glaube ich nicht drüber sprengen. Es ist klar die Nummer 8 heute, Daniele Werde. Kaum eingewechselt, macht er mal gleich 2 Tore und ist der spielentscheidende Spieler. Klar, nach so einem Ergebnis spielentscheidend zu sein, ist die andere Frage. Immun United gewinnt mit 5:0 gegen Waldhof Mannheim. Und damit haben wir die Tabelle und wir sind weiterhin Tabellenführer. Ich denke mal, das werden wir auch nicht mehr weggeben. 6 Spieltage vor Schluss, 18 Punkte sind noch erreichbar. Was bedeutet das? Richtig, gegen den SV Meppen können wir Drittligameister werden. Das ist die große Frage. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ja, das könnt ihr raten, ob wir das packen oder nicht. Der Gegner SV Meppen momentan in der Tabelle auf Platz 15. Also für die sieht es nicht gut aus. Andersrum haben wir oftmals Probleme gegen diese Teams. Schaut nächstes Mal rein. Bis dann und ciao.